So, Freunde, wir sind in Hamburg. Der Golf hat es geschafft. Ich habe es geschafft, war eine lange Fahrt. Wir gehen jetzt ins KB Gym. Da treffen wir die Sari. Die kennt ihr vielleicht von der FIBO. Die hat dort auch viel zu tun gehabt mit CrossFit, mit Seminaren und, und. Sie ist die Veranstalterin von dem Wettkampf, der morgen stattfinden wird. Und sie hat mich angehauen. Hey Dennis, möchtest du nicht mal nach Hamburg kommen und ein Seminar geben? Und deswegen bin ich hier. Wir fahren jetzt zu ihr ins Gym, ins KB Gym. Und wenn das Wetter hält, weil hier ist ein bisschen, hier fängt es ein bisschen an zu nieseln, dann werden wir hingehen, an die Elbe fahren und vielleicht noch einen Legendstone machen. Moment. Hammer. Meißel. Glaubt, dass ich mir so ein Auto holen soll in Camouflage, der schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Was haltet ihr davon? Ich bin ja ein Fan von so einem mattgrün, von so einem Oliv-Militärgrün oder auch grau. Aber da würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören. Eine kleine Information: Am 26.10. findet die Body Culture statt in Bremen zum zweiten Mal. Da ist auch der Kevin Wolter und andere Bodybuilding-Größen und die wollten jetzt dieses Jahr Strongman haben. Also der Heinz Ollisch und ich, wir veranstalten dort einen Wettkampf. Ich werde den Spaß moderieren. Es wird eine Art Newcomer-Wettkampf sein. Wir wissen jetzt noch nicht, wie viele Athleten wir reinnehmen, ob wir bei 30 oder 40 Schluss machen. Also an alle, die im Norden wohnen, den 26.10. vormerken, sowohl als Athlet oder Fan. Informationen werden bald auf euch zukommen, aber markiert es euch schon mal im Kalender rot an. Erscheinen sie, sonst weinen sie. Wer sind sie? Mein Name ist Hase, der besser bekannte als 700 Kilo Franzi. Und seit neuestem vorbei. Hallo! Wir befinden uns nun am, wie heißt das Gym? KB Gym. Das KB Gym. Das ist die Serie, das ist die Veranstalterin vom Wettkampf. Und du bist André Selbmann, der ist nicht da. Okay, und der Host von meinem Seminar, ne? Du hast das ja alles so in die Wege geleitet. Morgen der Wettkampf, ihr habt gerade gesehen, wunderschöne Fläche hier außen. Ihr habt sehr viel Platz, ich drehe mal die Kamera, aber ihr habt es gerade schon gesehen. Alles prepared. Hier. Alles prepared, genau. Was kommt dran? Vier Disziplinen. Du hast gesagt, ein Overhead-Medley kommt dran. Korrekt. Achse, Lock, Fass. Ja. Für Männer und Frauen. Dann ein schönes Conan Wheel. Korrekt, genau. Für die Männer Conan Wheel und für die Frauen Steine. Und dann nochmal Joghurt auf Distanz. Schön. Und dann auf Distanz? Yes. Also du hast 60 Sekunden Zeit und du machst... Genau. Wie groß ist eine Strecke? 20 Meter. Ach schön, das habe ich noch nie gemacht. Und was haben wir noch? Und dann gibt es einen Cut und dann wird LKW gezogen. Auch hier auf der Fläche. Korrekt. Schön. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rein und gucken wir uns mal das Gym an, weil hier werde ich ja sonntags ein Seminar geben. Ja, geh vor, geh vor. Geh vor. Dann dich an Killer. So. So. Don't touch, Finger weg. Ja, ist alles für morgen. Das Wochenende. Das ist für morgen. Wieso? Coke und Bier. Wieso befindet sich in einem Kühlschrank mehr Bier wie Cola an einem Wettkampf? Das ist Hamburger Style. Hamburger Style. Okay, alles klar. Korrekt. So, genau. Willkommen im KB Gym. Das ist Jakob. Hi. Hi. Die Kamera läuft, gell? Später gehen die Zettel rum, wo drauf steht hier mit Datenschutz und so. Genau. Okay. So, genau. Oder auch nicht. Allgemeiner Bereich, Plattform fürs Gewichtheben, Powerlifting, wie ist das? Mhm. Kannst du alles machen. Sieht schön aus. Mhm. Gehen wir da durch? Ja, geh du vor. Geh du vor. Geh du vor. Aha. So. Kampfsport. Genau, das ist die Fläche, die wir sonst generell haben für den Strongman-Bereich. Kannst du da gucken? Guckst du? Tada! Das ist ein Träumchen.
Cycling Press, Steine, Loks, ist da, alles da. Und Reifen hast du auch? Ne? Ich bin jetzt richtig leise. Fässer, Distanz. Fahren jetzt an die Elbe. Und da werden wir einen kleinen Legendstone ins Leben rufen. Ich hoffe, die Serie hat was Schönes ausgesucht. Ich hoffe nicht, dass ich da hinkomme. Und das habe ich gerade eben schon gesagt zu ihrem Komparsen, dass es nicht so ein halber Pizzakarton ist. Ne? Das ist der halbstarke Sally Stone. Ja? Ist das so klein? So, gnädiges Fräulein. Ja, bitte? Jetzt erklären Sie mal bitte, ich schwenke jetzt mal für die Fans drüber. Das ist nur Alsterwasser. Und jetzt... Das ist mein Arbeitsplatz. Dum, dum, dum. Die Stoppuhren neben dem Sekt. Das ist mein Arbeitsplatz. Was willst du? Läuft doch alles. Läuft? Gut. Da ihr wisst, dass ich nicht ein großer Autoliebhaber bin, beziehungsweise bei meinem alten Golf nicht, dass da auch sehr viel Equipment und alles Mögliche drin rumliegt. Mir ist was passiert und das muss ich jetzt der Serie beichten. Serie, komm mal kurz ins Bild. Ja! Nee, grad nicht, danke! Grad nicht, danke! Mir ist was passiert, ich muss was beichten. Was denn? Da du ja hinten sitzen musst, ich habe ja Equipment-Zeug und alles Mögliche dabei. Das habe ich jetzt alles zur Seite geräumt. Meine Hände sind schon ganz schokoladig. Mir ist eine Whey-Dose explodiert. Welche? Welcher Geschmack? Die da, Schoko. Das Auto riecht jetzt richtig nach Schoko. Geil. Wir filmen da jetzt mal rein. Was ist jetzt mit der Dose? Kann ich jetzt im Schoko sitzen? Jetzt kannst du im Schoko sitzen. Ganz geil. Könnte schlimmer sein. Genau. Ist es noch akzeptabel? Ich freue mich. Ich fände jetzt das Made besser. Bisschen Viking Made finde ich jetzt besser, aber ist okay. Schoko ist okay. Schoko ist auch okay. Ein bisschen Löffel. Löffelig. Wir sind jetzt hier direkt in Blankenese. Wir werden jetzt zum alten Schweden laufen. Ich glaube, die Kamera ist ein bisschen dreckig. Und unten am Elbstrand werden wir einen Legendstone ins Leben rufen. Mal gucken, was wir finden. Hübsche Mal. Also sehr faszinierend. Man fährt 10, 15 Minuten raus aus Hamburg. Dann hat man hier diesen wunderschönen Stadtpark. Dieser Legendstone wird ja in einer Bonzengegend liegen. Der alte Schwede, habe ich mal gegoogelt, ist ein riesiger Felsbrocken, der hierher getrieben wurde. Der wurde dann an Land gezogen. Soweit ich mich noch richtig erinnern kann, kommt der sogar aus Schweden. Da filmen wir natürlich drüber. Und ja, kleine Misere, mir ist eine Whey-Dose im Auto explodiert. Die lag da etwas im Verborgenen. Und ich war ein bisschen ungestüm mit dem Umräumen. Und dann hat es gemacht und jetzt habe ich eine komplette Whey-Dose von God's Rage im Auto liegen. Das ganze Auto riecht jetzt nach Schoko. Also, ich hoffe, das passiert mir mit dem neuen Auto nicht. Und falls ihr mal das Whey ausprobieren wollt, bestellt es euch mit God's 10. Kriegt ihr nochmal 10% Rabatt drauf. Und jetzt wird es ein bisschen steil hier. Müsst ihr ziemlich einen abenteuerlichen Weg nach unten laufen. Ich mit meinem Körpergewicht habe das Gefühl, ein bisschen an Grip zu verlieren. Es hat auch ein bisschen geregnet. Aber wir werden es schaffen. Abstieg geschafft. Wir sind jetzt direkt am Elbufer. Sorry. Das heißt doch, dass dieses Elbufer der letzte natürliche Strand ist hier in Hamburg, oder? Mhm. Schön. Schön. Also für jeden Touristen sehen Sie.
Leckeres. Nicht? Das ist alles überrannt. Okay. Bleibt. Kommt nicht. Kommt nicht. Einer der Lieblingsorte in Hamburg für die Serie. Und sie hat es gerade so schön erklärt, deswegen wollte ich das nochmal auf Kamera bannen. Also, was macht diesen besonderen Ort so für dich aus? Also eine Mischung aus Natur, wunderschönen großen Bäumen, Wasser und die Hässlichkeit der Kräne und der Industrieromantik. Die Mischung ist so schön. Die Industrieromantik. Ja. Beautiful. In Schweden. Der wie schwer ist? I don't know. sehr schwer. Der größte Findling ist vor kurzem noch gold lackiert. Das war wunderschön. Jetzt wieder Natur. Tada! So, ich schwenke mal. Ja. So, das wird der neue Legend Stone. So. Über Kopf. Über Kopf. Wer kann den bewegen? Ach du Kacke. Geil, ne? Einfach, guck mal, ey. Free Hugs for all. Ja, bewegt sich schon. Also Freunde, das ist der alte Schwede am Elbstrand. Wer mal in Hamburg ist, sofort vorbeikommen. Jetzt haben wir ein bisschen Sonnenuntergang. Wir haben den Legend Stone gefunden. Er hat so zwischen 80 und 90 Kilo und das wird ein Überkopfstein. Also du musst das Teil über Kopf drücken, nicht nur tragen, nicht nur vor die Brust, nicht nur auf die Schulter, sondern über Kopf. Und wir sind jetzt ein bisschen am Spekulieren, beziehungsweise ich, dass ich wieder sage, ja, der ist zu leicht. Also dieser Stone, würde ich sagen, für die Leute aus dem Norden, es ist quasi ein Anfängerstone. Deswegen, wenn ich den jetzt drücke, bitte nicht verwundert sein. Die Serie probiert gerade schon fleißig. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Jawohl, super. Ja, der Sand. Neu. So, die eine Seite ist voll geblutet, jetzt kommt noch die andere dran. Auf, komm. Jetzt kommt er. Da ist er. So, absitzen. Nicht reindrehen. Nicht reindrehen. Aufrecht, aufrecht. So, ja. Und jetzt? Über Kopf drücken. Nichts mal. Sehr schön. Wir haben schon Blut am Stein. Nur wo kommt es her? Von unserer Serie-Line. Also, der Stein hat seinen ersten Tribut gezollt oder gefordert. Ne? Dann gebe ich dir jetzt die Kamera. Das ist der Stein. Ihr müsst nicht barfuß sein, aber es ist gerade sehr schön kühl und angenehm im Sand. Müsst ihr natürlich nur einmal drücken. Jetzt kommt die Rune rein. Die Koordinaten auch dazu. Dann ist der Stein für euch frei. Wie gesagt, der ist ein bisschen einfacher. Nicht so hardcore. Ein bisschen was für die Anfänger. Wie viel Blut ist das denn bitte, ey? Scheiße. Gut, gell? So, Seri, da du so viel Blutopfer gebracht hast, durftest du auch an der Rune ein bisschen mitarbeiten. So, die Rune ist jetzt drin, wir werden das ein bisschen vertiefen noch, ne?
Und dann würde ich sagen, dann war es das schon wieder für diese Episode vom Vlog Hamburg. Möchte mich verabschieden. Serie arbeitet noch ein bisschen und lassen den Abend jetzt ausklingen hier ein bisschen. Gehen noch was essen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis. Ciao.